Hey ho, meine lieben Krusten, hier mal nach dem Rechte. Hättet ihr die Güte, mir kurz euer Ohr zu leihen? Ich habe eine schlechte Nachricht. Natürlich. Was auch sonst. Was gibt es denn? Meine nichtsnutzigen Knechte haben es überraschenderweise tatsächlich fertiggebracht, den Schlagbaum zu beseitigen. Wäre es zu viel verlangt, wenn ihr in dem Gebiet dahinter nach dem Rechten sehen würdet? Und was ist daran jetzt eine schlechte Nachricht? Na, ist okay, würde ich mal sagen. Gibt es in eurem Jagdrevier eine besondere Beute, die es zu erlegen gilt? Wenn ihr unbedingt möchtet, könntet ihr euch einer Rotte Wildschweine annehmen. Sie tummeln sich südwestlich von hier, ganz in der Nähe. Bitte stellt sie und bringt mir den Kopf des stärksten Keilers. Nein, Vogrims Kopf kriegst du nicht. Na ja gut, aber südwestlich von hier, nicht weit entfernt, das klingt gut, das klingt ausgezeichnet. Ist das hier, dann ist es nur der Hohlweg. Ja, könnte da unten sein, ne? Dann gehen wir mal ein bisschen zu Fuß dahin. Ich hätte mir überlegt, ob ich nochmal in Nadoret anfangen soll. Oh, Conchini ist gut. In Nadoret anfangen soll, weil ich habe in der Zwischenzeit wieder ein bisschen was an Kräutern gefarmt und bin sie in der Zollfeste Durstein verkaufen gegangen. Das sind Riesenhirschkäfer. Ah, ja, nicht unbedingt das, was wir suchen, aber manche... Kameraperspektive, was war's? Was war mit dir gerade los? Hä? Aber mit unseren mächtigen Mächtigkeitsmächten werden wir uns hier ein wenig gütlich tun. Bei Angriffswaffe? Ja, du kannst hier erstmal wieder ein ranziges Ranzlein zusammenrufen, bevor wir hier... Und 2-2-2 bei Issos Keiler. Nein, das war Achtung. Eine andere Zahl, nicht wahr? So, mein lieber Elektrobrutzelfreund, weiter geht's! Was mir übrigens aufgefallen ist... Na ja, gut, aufgefallen in Anführungszeichen. Ich habe vergessen, im Elfen... Jetzt habe ich ja auch noch Lex. Ich glaube es nicht. Ich habe vergessen, im Elfenwald noch ein paar Zauber zu besorgen. Besser gesagt, einen Zauber zu besorgen. Das ist jetzt zwar nicht unbedingt so wahnsinnig notwendig, glaube ich, hoffe ich. Bin ich mir allerdings nicht hundertprozentig sicher. Also von daher werde ich ihn wahrscheinlich dann nochmal mitnehmen, wenn wir uns wieder auf den Weg zur Bosbaranischen Ruine machen. Oder was heißt wieder, wenn wir das überhaupt mal tun. Ich habe jetzt wieder knapp unter, ich glaube, 300 Dukatis. Kann ich nachgucken. Inventar, genau. 288. Und kann noch ein bisschen meine Einbeeren verwursten gehen. Da kommen dann ja Einbeeren-Säfte raus. Die werde ich jetzt nicht verkaufen, weil die kann man halt auch ganz gut als Heiltränke brauchen, gell? Sein Dachs. Der Dachs kann mich mal. Ich suche nach den Wildschweinis. Da sind sie, die Wildschweine. Die machen wir jetzt platt. Obelix, wo bist du? Lasst uns Wildschweine jagen gehen. Hallo. Ja. So, du... stichst und tötest. Du tötest auch. Angriff! Was war das da? Was? Und du tötest sowieso. Ja, was? Komm, jeder ein eigenes. Ja. Oh. Na, du darfst mehr. Du machst hier hinten mal ein bisschen kaputt. Und ich mache dabei ein bisschen Unterstützung. Ja, Ranzi! Karate, Ranzi! Was? Stärkster Held der Welt. Ja. Was? Du hast da 22, 10 und 4. Ja. Was ist es das schon gewesen? Ich habe irgendwie den Eindruck, es sind noch mehr Dachse. Oder ist der zweite Wird Dachs? Gemacht. Das war es jetzt aber noch nicht, oder? Oder haben wir nur noch nicht den richtigen Keiler hier erwischt? Das sind auch wieder Fellfetzen. Ich mach das schon. Also mit dieser Ding gehe ich wahrscheinlich aber verkaufen. Ich habe noch kein Rezept gesehen, wo ich das Zeug brauche, theoretisch. Nein. Eola. Eola? Okay. Aber ich habe noch keine Wildschweinis. Okay, es ist kein Kopf dabei, den wir brauchen. Dann waren das wohl nur Normalschweine. Na gut, dann gehen wir eben zu Fuß in Richtung des alten Stammes. Das war Südwesten. Süden ist unten, Westen ist links. Also bin ich an und für sich in die richtige Richtung gelaufen. Aber es war doch nicht die... Oh. Oh, ja gut, Rotte, ne? wollen wir mal. Moment, wir haben den Sternenstaub. Dann können wir den da direkt schön reinraseln lassen. War ihr. Ja. Und Mr. Forgrim. Na? Genau, da bist du. Genau, Hurz! Mach es! 23.
Was? Okay, du bist hier gut dabei. Ja. Klingeling. Wer ist denn hier gut angeschlagen? Wer war hier gut angeschlagen? Du bist angeschlagen, du bist sehr besser angeschlagen. Ja. Sehr gut. Ah, die sind schön gedebufft. So, dann greifst du mal den da an. So, du haust dem hier ordentlich aufs Maul. Nein, fuck! Gesagt, du sollst dem da ordentlich aufs Maul hauen. So, Vorgrim haut dem hier auch ordentlich aufs Maul. Oh, Ranzi ist tot. Egal, das kriegen wir hin. Den schaffst du. Jawohl, geht doch. So, du. Ja. Du auf den. Bei auf den. Und auch du Komm. Auf den. Hi. Und du machst, machst ein neues. Ja. Hoffe ich. Ich sollte vielleicht den Armatrutz mit benutzen. Kann ich aber gerade noch nicht. Das ist ein bisschen doof. Dann Scharfschütze gesiegelt den hier mal ein bisschen. So, okay. Du greifst damit drauf. Ja. Ich habe gesagt, du sollst hier mal ein bisschen aushelfen. Ja. So, Aushilfe. 12, jawohl. Und Zackomat. Ja. Das heißt, du kannst da ein bisschen unterstützen und du haust. Sind alle sonst tot? Okay, du haust da mal ein bisschen mit drauf. Vorgrim! Ich meine, mein Zwerg! Jawohl! Oh, automatisch die Trophäe gekriegt. Oh, okay, nur mein Charakter. Was? Hat was bekommen, aber das kriegen wir damit hin. Dann werden wir mit der guten Freude. Mach es, tu es. Jawohl, geht doch. Das waren jetzt doch ein paar mehr. Ja, und die Menge an Gegnern ist deswegen auch ein bisschen ausschlaggebend, weil ähnlich wie in den, ja, in Anführungszeichen Vorgänger, das sind da an und für sich keine Vorgänger, weil es andere Leute gewesen sind, die es gemacht haben, nämlich in der Nordland-Trilogie war es ja auch so, dass ein Charakter hat pro Kampfrunde eine einzige Parade und ist diese aufgebraucht, dann ist jeder weitere Treffer in dieser Kampfrunde automatisch ein Treffer, der nicht abzuwenden ist. Hier ist es noch so, dass man durch die Sonderfertigkeiten oder durch das Anlegen eines Schildes eine zweite Parade pro Kampfrunde dazu kriegen kann. Das ist laut Originalregelwerk eigentlich nicht so. Ich glaube, bis auf andere Sonderfertigkeiten, die jetzt damit ein bisschen einhergehen. Also Schilde sorgen im Original-Vierer-Regelwerk eigentlich nur dafür, dass man eben auch Projektile blocken oder parieren kann. Sonst kann man beispielsweise Pfeilen oder Bolzen nur durch die Ausweichfertigkeit entgehen und die ist, glaube ich, sogar noch halbwegs erschwert, weil halt Projektile. Deswegen in DSA, man hat es ja hier auch schon mitgekriegt, das ist hier, glaube ich, genauso. Man kann Projektilen nur ausweichen. Und dadurch sind Fernkämpfer mit das Stärkste oder sehr tödlich. So. Und genau, weil diese Tödlichkeit keine Grenzen. Tödlichkeit kennt kein Pardon, doch der Zunderschwamm, da liegt man nicht rum. Da kann man nicht reingucken in den Baum, ne? Genau. Okay, weil ein 100er-Stack hiervon bei der Tavernenbraut in der Zollfeste Thurstein 18 Dukaten. Das ist ordentlich. Juruga, komm, den Juruga nehmen wir ein kleines bisschen mit hier. Ich glaube, da kann ich auch einfach so hier drüber. Jetzt haben wir wieder neues Gebiet, Teilgebiet zum Erkunden. Ist es nicht der Wahnsinn? Wir lieben es. Und wir tun es auch. Aber, na komm, leck mich. Jetzt hier, abseits des Zunderschwämmchens. Was ist das denn hier? Riesenhirschkäfer. Abseits der Zunderschwämme werde ich, oder sagen wir mal Kräutern, und Sachen, die jetzt eine gewisse Werte verkörpern, die werde ich dann hier lassen. Jetzt gucke ich hier immer mal rum. Autosave. Muss was Besonderes hier sein, würde ich mal sagen. Deswegen, hallo, ihr Riesenhirschkäfers. Oh, machst du da? Du hilfst dabei ein bisschen. Na? Genau, du haust den da auf den Nuss. Und du machst da einen... Den großen Schröter! Einen Pfeil des Mittöter. Achtung! Genau, machst du schön weiter. Was? Wieso? Nix. Ja. Umbringen. Angriff! Das ist klar. Oh, 22. Mächtige Gamülis. Und? Da ist einer platt gegangen. Warum müssen wir nicht um unsere Leute bangen? Gut. Ja, Ranzi. Du bist ein bisschen angeranzt worden.
Oh, Belma. Oh, vielleicht hätte ich hier farben sollen. Nein, nein, nein. Dazu müsste es hier schon ein bisschen mehr Olginwurz geben. Ich weigere mich gerade auch inständig, um eine höhere Erpflückchance des Olginwurzes zu haben, weil ich da dauernd am Nachladen bin, weil es andauernd fehlschlägt. Meine Fertigkeit im Kräuter suchen oder Kräuter zupfen aufzupumpen, weil das Ding ist nicht so besonders... Uiuiui. Das Ding ist nicht so besonders gut. Ich meine, es ist teuer. Oh, wir haben hier wieder Orkis. Okay, folgendes. Du machst erstmal hier den Armatrutz. Genau. Jetzt gucken wir mal, ob wir den Ganoven einheizen können. Komm mal her. Ja, komm mal her. Oh, sogar mit Ogre. Okay, du machst das hier. Ja. Du schlägst im Nahkampf zu. Du machst einen Pfeilhagel auf den hier und du machst einen Sternstaub mal da mitten rein. So. Genau. Du haust da einen Wurf. Na? Nix auch. Hau statt auf. Ja. So. Ranzi lebt noch, das ist gut. Auf wen wollten wir jetzt eigentlich eindreschen? Das ist jetzt die Frage. Komm, der auf dem Boden liegt. Oh Gott. Ja. Oh, der ist schön auf dem Boden geremmelt worden. Dann haben okay, versuch mal jetzt mal taktisch klug vorzugehen. Behaupte ich jetzt mal. Okay, du wurdest verwundet. Das ist gut. Ja. Das heißt, Kuano wird nochmal eine Verwundung hinterher. Kuano stirbt jetzt. Wir machen folgendes. Wo haben wir dich? Du machst das Ritual Kräfte der Natur. Gut. Ja. Du kannst noch nicht. Ei. Du bist noch am Boden. Du trinkst nochmal was. Falls das funktioniert. Ei. Kannst du noch nicht. Du gehst hier mal ein bisschen auf Seite, würde ich mal sagen. Das ist besser. Wen habe ich denn jetzt hier? Ach, ich habe Vorgrim ausgerüstet. Ich Arsch. Geh du mal auf den hier los. So, du hast du was gesoffen? Ich weiß es gerade nicht. Komm schon. Ah, wundervoll. So, nochmal einen schönen Stich. Der hat zwei Verwundungen. Gut. Was? Liegst du auf dem Boden oder was? So, wo ist mein Charakter? Das ist mein Charakter. Gut. So, jetzt gucken wir mal. Du greifst den da an, weil dann könnte man was umbringen. Du greifst den da an, weil dann könnte man was umbringen. Ja. Hab ich... wer denn? Hab ich's nicht eben noch gesagt? Scheiß Fernkämpfer. Du trinkst dir ein. Die haben auch noch einen schönen Crit reingewirkt, diese Drecksleute. Aber ich muss mich erstmal hier ein bisschen verausgaben, glaube ich. Okay. Du haust dem hier einen schönen Druck. Was machst du? Du gehst auch mal auf den drauf. Was? Du kannst doch mal einen Stecher machen. So, das könnte eben den Garaus machen. Ja, das war jetzt eine weitere Verwundung. Wo ist eigentlich Feiris? Ja. Liegt die tot am Boden oder sowas? So, Vorgrim, wir kommen hier, glaube ich, hinten ganz gut alleine klar. Du gehst da hinten mal aufräumen. Angriff! Ei. Genau, so, und du... Weiche! Machst den da ein bisschen platt. So, mein Superman. Der ist auch hinüber gut. Ja. Und du greifst den da. Komm! Hör wieder auf. Oh, jetzt ist er auch noch umgeknackt. Na, scheiß Fernkämpfer. Das ist das Problem, wenn hier so wahnsinnig viele gleichzeitig rumlungern. Okay, wir haben... Hau du erstmal den da tot. Oder auch nicht. Ja, man kann nichts tun. Okay, wir sterben gerade. Weil diese scheiß Typen da hinten quasi unpariert die ganze Zeit durchkommen. So, was haben wir denn hier Feines? Sanyasa! Du retournierst. Du versuchst erstmal den hier zu plätten. Gut. Was machen wir jetzt? Frage, wir können natürlich das Heil in der Flucht suchen. Ja. Aber gucken wir erstmal, was dabei rumkommt. Ja. Versuchen wir erstmal diesen hier im Nahkampf noch etwas zu begegnen, um ihr ein bisschen Zeit zu verschaffen. Weiche. So, er hat zwei Verwundungen. Ja. Mal sehen, was draus wird. Okay.
Ist der eine hinüber? Ah, oh, scheiße! Ja? Okay, dann versuch. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, mach es, tu es. Okay, jetzt ist an der Zeit, das Heil der Flucht zu suchen. Diese scheiß Fernkämpfer. Diese verdammten, verdammten Fernkämpfer. Man kann nichts dagegen tun, gar nichts. Das ist das große Problem an der Kacke. Sie machen einfach Schaden, 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 dann kippen die Leute um und das war's. Furchtbar. Ich kann jetzt auch keine, wie nennt sich das noch gleich, keine Quick-Dings benutzen, also... Ja! Ach so, das zählt jetzt als, ich habe gewonnen und gewonnen. Okay. Sind nur 1, 2, 3, 4, 5, 6... Es sind ja auch viel zu wenige Gegner, ne? Das macht, ist ja keine Herausforderung hier. Ach so, meine Freunde sind hier hinten. So, ich stelle meine Gruppe wieder auf und dann gehen wir uns furchtbar rächen. Was anderes fällt mir auch gegen diese Riesen. Wir kommen zurück. Wir werden euch schlachten, ihr lieben Leute. Ich meine, wenn sie einen Oger und hier 3 Milliarden von diesen Nahkämpfern dabei. Okay, dann töten wir erstmal die da. Es sind 1, 2 Nahkämpfer noch. Okay, dann machen wir einmal den Was? Hier. Du machst den Stern. Wobei, wir haben das bessere Angebot. Noch das bessere Angebot, könnten wir noch einen von da hinten vielleicht auf unsere Seite ja. zwingen. Und der Vorgrim, der haut den. Ei. Und du? Ist davon noch einer verwundet? Nicht wirklich. Wen habe ich jetzt? Achtung! Okay, greif du den da. Wir haben ordentlich was auf den Bretter geschickt, habe ich gerade das Gefühl. Der ist, oder der ist hinüber? Dann mach du erstmal den da platt. Jawohl! Und jetzt haust du den da. Der ist tot. Hm? Ist gut. Du haust Angriff! Den da. Oh, ran! Hab ich, hat das jetzt funktioniert mit dem besseren Angebot? Ja. Ich weiß es gerade nicht. Oder bist... Ja, er ist noch dabei. Okay, ich glaube, wir haben einen unter unserer Kontrolle gebracht. Das hätte ich eben schon machen sollen. Ja, man vergisst, was man auf dem Kasten hat, würde ich mal sagen. So, wo bin ich? Da bin ich. So, du... Wir hauen dieselben Leute jetzt. Ja. Das geht gut in Grund und Boden. Wir verhauen ihre Hoden. Ist noch was übrig da hinten? Sind wir jetzt alle hinüber? Es sind alle hinüber. Es ist ja der Wahnsinn. Ich kann jetzt nicht. Warum nicht? Dann eben nicht. Ah, wundervoll. Ah, das ist gut. Hier kriegen wir noch mehr Kohlen raus, wenn wir die... Ach so, jetzt, ah, jetzt ist er wieder nicht mehr auf unserer Seite. Was? Jetzt kann er. Ja. Das war aber sehr kurz, dieser Effekt, muss ich ganz ehrlich sagen, so. Ha! Aber ja. Das wird dir nicht gut tun, würde ich komm schon. Mal einfach so sagen. Ich hätte jetzt... Ja, hau genau auf Ranzi. Oh, Abenteuerpunkte, nice. Nice, oder ein Handwerksignal. Oh, gib das her, ja. Ja, so wahnsinnig toll, weil der Inhalt jetzt auch wieder nicht so, das hat... Achso, den hatten wir, glaube ich, eben noch hier. Was ist das denn? Oh, Conchinis! Sehr lecker, 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 lecker! Oh, hier gibt es noch mehr davon. Lecker, lecker! Haben wir. Aber erstmal... Wo ist denn das Zeug hier? Ach, da vorne. Es wächst dort, wo die Orks hinpupsen. Also, Orks pupsen immer dann, bis sie sterben. Sag ich jetzt. Schleifstein. Schleifstein macht, glaube ich, für... 5 oder 10 Attacken irgendwie einen Schadenspunkt mehr auf die Waffe, für die es eingesetzt wurde. Haben die keine Waffen dabei? Die haben Waffen dabei, aber ich darf sie einfach nicht aufnehmen. Komm, lass den Bleichmund. So, wir haben mehr oder weniger eins der Orkenlager. Ja, es ist ein Orkenlager, wie man hier sieht, weil es ist mindestens ein Zelt, also ist es schon fast ein halbes Lager. Die hat nur aufgemacht oder was anderes? Nein, okay. Eins davon gelehrt, kaum der Ork-Invasion dieses Gebietes ein bisschen damit entgegen. Und das ist im Grunde das, wofür wir mehr oder weniger gerade hier sind, um eben dies zu tun. Ich glaube, es gibt insgesamt... Ja, komm, geh da raus, du! Ich glaube, es gibt insgesamt 2 Läger. Plural von Lager ist Läger, oder? Die Lager? Lager, das, wo man Sachen lagert. Das sind die Lager. Und bei Lägern, das sind, glaube ich, die, wo man... Der Tod? Achso, den hat man dann wohl schon mal ausgenommen. Das sind die, wo man ja, dann übernachtet und halt... Okay, dann ja. Eben du, mein Freund.
Walte deines Amtes. Haha! Du darfst es auch per Telekinese öffnen. Oh, das sind ein Stachelschild. Minus 3-3. Möglich zweite Parade. Okay. Biaka, 2W. Es ist eine Einhandwaffe. Ist ähnlich wie Vorgrims Waffe, glaube ich. Und das Grufei. 1W plus 4, 1 minus 1 minus 3. Nichts Besonderes. Bisschen Geld. Bisschen Geld. Ja. Gibt ein bisschen Kohle. Und vielleicht ist es... Oho. Was? Wie perfide sie eine Giftfalle hier aufgestellt haben. Los, greif rein. Gut, dass wir hier nicht gekämpft haben. Oh, Quellwasser. Daraus kann ich Einbeerensaft machen und starker Schnaps. Daraus kann ich was Besseres machen, nämlich mit dem Magen verbinden, um, wie heißt es, Bestürbstheit zu craften. Jo, also, erstes Ork. Was ist da meine hier? Oh, Wölfis. Sind die wilden Wölfe. Ja, mit denen werden wir uns... Na komm, lass das bleiben. Wir kriegen dadurch ein bisschen Grauwolf und normale Wolf. Dann gehen wir doch da mal voll knackig rein. Hm? So, achso, du gehst da drauf. Hoho! Ja, ja. Na, du nimmst ja so einen kleinen... Angriff! Kopf. Was? Und du nimmst dir auch so einen... War ihr! Vielleicht hätte ich mir... Ja? 80 Schaden? Was ist mit dir los, Vorgrim? Hast du so ein bisschen Mordlust in den Ohren, oder? Ja, soll er halt tun, ne? Frag mich, was du drauf hast, wenn du mal anfängst, mit dem Hammerschlag operieren zu können. Wenn wir den Hammerschlag mal lernen können. Was? Ja, die haben mir nicht allzu viel zu bieten gehabt, würde ich mal sagen. Gut. Übrigens, wenn wir hier mit fertig sind, mit... Also ich glaube, ich werde hier nicht sämtliche Sachen looten, was die Kräuter anbelangt. Na, vielleicht auch doch. Mal gucken. Auf jeden Fall ist es erstmal meine Priorität, die beiden Läger. Ich mach das. Ich habe eben noch drüber schwadroniert, die beiden Läger freizuräumen. Und dann gibt es hier noch, glaube ich, quasi zwei Jagdquesten, die noch anknüpfen an die Wildschweine. Und quasi die Wildschweine knüpften an die Hirschkäfer, die wir zuvor erledigt haben, noch ran. Oh. Oh, ein weiterer Schnellreisepunkt. Nice, ausgezeichnet. Das hier ist, glaube ich, aber auch dann der ultimative Punkt auf dieser Seite, glaube ich. Aber ich sollte so oder so dann nochmal speichern. Da oben ist noch ein hohler Baumsturm. Jetzt ist die Frage, wo das zweite Lager ist. Es könnte da oben irgendwo sein. Ich denke mal, wir werden spätestens wissen, dass es da ist, wenn wir einen weiteren Autosave bekommen. Ja, da ist das Spiel ganz nett mit bei. Achso, der Hirsch röhrt ein wenig, weil er nicht mehr so gut hört. So, Belmat haben wir hier vorne wachsen. Kommt man da... Komm ich da überhaupt hoch? Ich glaube, da drüben, da hinten. Das Lager, okay, da ist ein Lager. Wir kommen, hier war der Baumstumpf, das heißt, das andere Lager wird wohl oder übel da oben irgendwo sein müssen. Das heißt, oberste Priorität hat es jetzt, den Zugang dorthin zu finden. Ist das ja ein... Oh, Harpien. Die kennen wir noch nicht. Ich weiß nur, dass ich, glaube ich, deren Federn für irgendein Rezept brauche. Ja. Du machst nochmal einen Armatrutz. Da hinten sind Männerfresser, glaube ich. Männerfresser. Keine Männer fressen, sondern Männerfresser. Hallo, Harpie! Harpie! Dann wollen wir sie mal empfangen. Ja. So, du empfängst sie mit. So, mit den Einladungsschreiben, die du verschießt. Weiche! Du auch. Ja. Und du auch. Es gab doch mehrere Läger. Nicht nur das eine. Das ja. Ist... Ja. Was? Ich würde mal sagen, die hatte nicht so viel zu melden. Aber hier oben gibt es definitiv kein Lager. Oder es gibt Vogelfedern. Aber vielleicht kriege ich richtige Harpienfedern. Was ist das denn? Ah, 10 Stück. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da theoretisch bräuchte. Ich habe übrigens... Ah ja, genau. Ich wollte noch nach Nadoret theoretisch, um mir noch Ausrüstung zu kaufen. Es gibt da, wie gesagt, diese... Ich glaube, ich habe mal was davon erwähnt. Eine Ritterrüstung. Ulmenholz. Aber hier sehe ich kein weiteres Lager. Okay. Ja, gehen wir mal hier rüber zurück. Es gibt noch diese Ritterrüstung, die kann ich mir derzeit noch nicht leisten. Ich weiß auch nicht, ob ich sie mir unbedingt leisten möchte, weil es gibt halt bessere Kombinationen.
Aber wenn ich sie mir leisten kann, werde ich sie mit Sicherheit kaufen, weil sie ist wirklich nicht schlecht. Oh, hier gibt es sogar Olginwurz. Mal sehen, wie viel es hier gibt. Oh! Yoruga, Yoruga Conchinis, Yoruga. Nein. Und. Oh, hier gibt's Olginwurz. Das ist gut. Den möchte ich probieren mitzunehmen. Mal sehen, ob es gelingt, weil da geht's meistens in die Hose. Aber nicht dann, wenn ich aufnehme dabei. Also, da müsst ihr jetzt durch. 3 Stunden farmen. Und suchen, wo sie scheiß Dinger wachsen. Weil dieses Moosartige, es geht wirklich. Also, ohne Scheiß. Manchmal muss ich 4 oder 5 Mal nachladen, um das Zeug dann einsammeln zu können. Die Ruge ist auch nicht schlecht, aber da diese Wurzeln, da kriegt man eigentlich nie... Oh, noch ein Hula-Baum schon. Da kriegt man, glaube ich, immer nur eine raus. Und das ist letztendlich, ja, sehr, sehr viel Zeit für wenig. Deswegen lass mal bleiben. Gucken wir uns nochmal da vorne um, ob sich da noch lagermäßig was tut. Aber bevor ich irgendwo in meinen eigenen Tod reinlaufe... Laufen wir... Oh! Oh, ich sehe, Eingang dunkler Spalt! Vielleicht ist dahinter was. Gucken wir mal, wo es denn dorthin geht. Das verborgene Tal. Mit einem... ein Schwamm. Aha, kein Wunder, dass ich es nicht gesehen habe. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung mehr gehabt, dass es das hier gibt. Aber ich bin gerade froh. So. Ja. So, Verstärkung, please. Und ein Armatrutz. Oh. Du hast das Vieh gar nicht gerufen. Oh, ja, es ist ein Schwarzbär. Das ist hier eine, noch eine Harpie. So, du haust den da. Du haust den da. Du haust den da. Was? Du zauberst den da. Hilfreiche Tatze. Ich glaube, irgendwann können wir auch einen Schwarzbären zur Hilfe rufen. Aber das dauert noch ein oder zwei Level ab. Oh ja, eine Falle entdeckt. Gut, dass wir gegen den Bären kämpfen. Ja. Und mein Zwerg tankt mal wieder, wunderbarerweise. Und tot. Ei. Also nicht mein Zwerg, natürlich nicht. Der wird doch nicht einfach so sterben. Bärenzähne. Ja, komm, die Harpie kann mich mal. Habe ich gerade Abenteuerpunkt gekriegt? Wahrscheinlich. Oh, nice. Okay, Dingsy ist da. Baumstamm, Ulmenholz. Okay, speichern. Und ganz viel geiles Zeug. Ein Kack-Ork! Wo habe ich eigentlich diese Falle entdeckt? Wenigstens haben... Ja. Ja. Komm schon! So. Bei Angriff Spart! Oh, so wunderbar. Es ist ein Fernkämpfer. Ja. Okay. Ja. Mr. Vorgrim, wir haben hier also anscheinend mit einem weiteren Fernkämpfer zu tun. Moment. Was sagt die Minimap? Die Minimap sagt, da steht ein Ork. Uah! Ja, dann gehen wir mal auf den los mit dir, ne? Und der Rest? Boah, Kamera! Ja. Du schaffst doch den da bestimmt, ne? Oh, mein tankender Zwerg! Nur Zwerge sind gute Tanker! Oh, 0 Schaden! So, und du bist es deines Lebens hoffentlich nicht mehr froh? Da brauche ich doch nicht mal mehr Fernkampfwaffen. Waffen! Was noch mehr? Warum bin ich noch im Kampf? Na gut, bin ich eben noch im Kampf. Ich darf doch wohl im Kampf hier ein bisschen looten, hoffe ich. Bevor ich vergesse, wo die geilen Gegner rumliegen. Ich bin jetzt etwas verwirrt, liebe Leute, weil ihr müsstet theoretisch noch ein Fernkampf-Ork irgendwo rumliegen. Dann ist es mir egal, dann eben nicht. Ah, da kommt einer, der Nachzügler, der Streber, der musste doch sein Buch zu Ende lesen. Ah, Menschenfleisch essen, leicht Was? Gemacht, ohne Zähne. War die ihr? Hat er gleich nicht mehr. Was? So. Bei Angriff Spark. Genau. Ah, 22. Ich bin immer noch im Kampf. Aber wahrscheinlich pullt man hier das komplette Gebiet hintereinander. Ja. Wir laufen erstmal schön auf ihn los. Und dann hauen wir ihn. Ja. Ohne Nachsicht. Ah, da ist das andere Lager.
kommen jetzt noch zwei andere. Drei andere Orkis. Okay, machen wir folgendes. Was? Mein Freund, du gehst auf den da los. Du gehst dir den hier schnappen und du gehst dir auch den hier schnappen. Oh, oh Gott, das sind zwei Oger, glaube ich. Na? So, erst die Fernkämpfer erlegen. Falges, mein Fräulein. Weiche. Du hilfst. Ich fürchte, ich muss ja wieder das Heil in der Flucht suchen. Ja. Ranzi ist schon hinüber. Ist das, nee, der lebt irgendwie noch. Ei. Dann mach das hier mal. So, du. Haust den hier. Und du haust den hier. Hier. Ja. Du. Scheiße, das bessere Angebot funktioniert noch nicht. Dann machst du das hier. Ja. Weil du kitest den hier jetzt gerade mal ein bisschen. So, jetzt gucken wir mal ein bisschen. So. Du kämpfst hier gerade mit Zweien. Das ist nicht so prall. Weil die machen dich gerne alle. Okay, Angriff! Du greifst auch gegen den hier. Das Was? Ist gut. Du rufst hilfreiche Taste. Ranzi. Okay. Jetzt probieren wir es mal mit ein bisschen Wunden. Das sind drei Oger! Das sind drei Oger! Ja. Okay, hurra, wir leben noch. Wir leben noch. Was? Vorgrim ist so gut wie tot. Er lebt noch. Stech komm, zu. Komm. Ei. Das Problem ist, dass diese zwei Arschgeigen bei ihm War sind. Und du schießt auf den. Also der ist hinüber. Was machen wir jetzt mit dir? So, du haust einfach den da und Vorgrim. Hm? Und dabei einen zu saufen. Okay, mein Zwerg ist und Vorgrim sind gerade mal in die Binsen gegangen. Okay. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das Spiel davon ausgeht, dass man die so einfach mal, denen mal einfach so begegnet. Da bin ich ganz ehrlich. Das ist einfach nur übel. Lassen wir erstmal die Orkis zu uns kommen. Vielleicht kommen dafür die Oger noch nicht. So, okay, folgendes. Du gehst auf den los. Du kannst das bessere Angebot noch nicht verwenden. Du gehst auf den los. Ja. Und du gehst auch auf den da los. Ei. Falris macht einen Acceleratus auf meinen Zwerg. Acceleratus. Und danach einen Acceleratus auf Kuano. Acceleratus. Gut. Ja. So, du. Angriff! Verführst den hier zum Sterben. Jetzt. Der ist ein bisschen angekratzt. Ich hoffe, dass... Jawolski! Oh, Falkens hat Stufe 8 erreicht. Wow! Dann lohnt sich das ja hier fast. Okay, Ranzi holt sich quasi einen von da vorn. Ich könnte natürlich auch noch meinen umwerfenden Schaden machen. Was zum Henker ist eigentlich mit Quan? Ist Quan tot? Nein. Also von daher, falls sich jemand wundert, ja, jetzt hast du den Acceleratus. Du benutzt ihn ja auch so selten. Ja, der kostet halt Astralpunkte und das nicht gerade unbedingt wenig. Und ja, er ist gut. Aber in Anbetracht der Übermachten haben wir da auch gewisse Probleme, möchte ich sagen. Also von daher, er ist kein omnipotentes Heilmittel. Er bewirkt was, aber bei... So Extremitäten hier muss man schon ein bisschen aufpassen. Da ist es dann vielleicht besser, ein bisschen Schaden zu machen. Wobei ich könnte auf Brandpfeile benutzen. Gehst du da mal... Holst du den da? So. Nein! Oh, das liegt an aggressivem Verhalten. Was? So. Du machst... Oh! Ein... Hilfreiche Tatze. Nein, jetzt habe ich diese alle drei geholt. Das kacke toll ist das. Kacke toll. Machen wir jetzt Folgendes. Also. Ja.
Du machst Scharfschütze für Wunde. Du machst einen Stich für die Wunde. Ja. Du haust drauf für die Wunde. Und du... Jetzt wollen wir mal gucken, was wir machen. Du machst einen Blitzdichtfind für das schlechtere Treffen. Okay, er hat schon mal zwei Wunden drauf. Das ist doch schon mal was. War ihr! Gut, gut, was? Gut. Du machst den Stich. Ja! Was? Okay, einer von denen ist gerade, glaube ich, in die Binsen gegangen. Wegen meiner tollen Taktik. Har, har, har. Okay, jetzt ist an der Zeit, erstmal den anzugreifen. Du greifst auch den da an. Du läufst hier erstmal ein bisschen weg. Und jetzt kannst du auch das hier machen. So. Ja. Oh, Kuano, trink dir vorher besser mal was. Okay. Oh, mein Zwerg ist gerade voll in seinem Element, glaube ich. Im Sterben. So, der Hauptmann mit auf den hier. Hm? Machen meine Leute was? Angriff! Okay, erste Wunde. Wunderbar. 12, 22. Zwei Wunden, noch wunderbarer. Ja. Achtung! Vielleicht kommt vielleicht die dritte Wunde. Du bist wieder einigermaßen auf den Zack. Oh, wir haben einen hilfreichen Schwarzwolf. Dritte Wunde. Ja. Gucken wir mal, ob wir mit ein bisschen Schaden verursachen die restlichen draufkriegen. Come on, vierte Wunde, los! Jawohl! Haha, es funktioniert! Du darfst auch wieder stechen. Ei. Und du, wir müssen hiermit warten, bis wir wieder genug Schaden anrichten können. Ja. Moment, du kannst einen Wuchtschlag... Ja, komm, mach einen Wuchtschlag. Ah, erste Wunde, sehr gut. Zweite Wunde, noch besser. Ja. Hier kommt Wunde Nummer 3. Ja. Hier Nummer 4. Und dann ist er eigentlich auch schon so gut wie tot. Er ist tot. Ja, so handelt man mit denen. So geht man mit ihnen um, wenn nicht noch 3 Milliarden andere Gegner gleichzeitig auf der weiten Flur herumtanzen. So. Oh, speichern wir das mal eben. Das ist wiederum, also ist, wie gesagt, wenn diese extreme Masse vorher dabei nicht gewesen wäre. Okay, vielleicht bin ich auch ein bisschen doof rumgelaufen dabei mit der Aggression, dass ich zu... Oh, das war ein Ork-Schamane dabei. Gut zu wissen. Egal, wir haben sie jetzt alle fast. Wer will denn jetzt noch was von mir? Ha? Oh, da ist tatsächlich noch was. Ein Ork mit ein paar Wölfen? Oder sowas. Na gut, dann soll er eben seinen Schaden kriegen. Und ihr seht, das Aufladen des besseren Angebots dauert wahnsinnig lange. Achtung! Er kann es immer noch nicht einsetzen. Au! Blattschuss! Den Rest kriegen die... Das ist super! Wir kriegen hier echt was Gutes geboten! Ja, schöne Level-Ups, yes! Das ist sehr, sehr gut nochmal, bevor wir dann die große Herausforderung auf uns nehmen. Ja, ihr seid echt klug, ihr Leute. Ihr greift jeder jemand anderen an. Geht doch. So, war's das jetzt? Seid ihr jetzt glücklich und zufrieden? Gut, ein Orki-Boy. Ah, die haben wir uns schön der Reihe nach vorgenommen. So, jetzt muss ich nur noch gucken, ob ich eine schöne Folge draus kriege. Und dann werden wir in der nächsten Episode ein bisschen einkaufen gehen, nachdem ich verkaufen gegangen bin. Ja. Weiß jetzt nicht genau, was hier noch alles rumsteht, aber diesen versteckten Schatz, den haben wir erblickt. Und die schäbigen Kisten Tito. Was können wir dann noch veräußern? Und beim nächsten Mal werden wir uns dann... Danke, Wolf. Beim nächsten Mal werden wir dann noch mal ein bisschen in Nadoret einkaufen gehen. Ich will jetzt nicht offscreen machen, damit ihr seht, was es ist, was ich denn da hole. Und... Ja. Ich sollte von diesen Dingern tatsächlich mal welche einkaufen gehen. Ja. Ja, du bist so gut. Und dann geht's direkt weiter. Oh, Knochenhelm. Kopf 3. Klingt gut. Fellarmschienen?
2-2 klingt auch gut. Fellstiefel. Oder wir haben auch Irian Lederschuhe und ein Wolfsschädelhelm. Wenn jetzt noch die Fellrüstung dabei wäre, wäre ich jetzt echt zufrieden. Aber nein, jetzt fehlt das ausgerechnet noch der Torso. Dann würde ich das Ganze meinem Zwerg anziehen. Ich gehe nochmal kurz an den anderen Zelten vorbei, um zu gucken, ob da vielleicht noch was anderes rumsteht. Und dann gehen wir noch... Ja, ich weiß, das könnte ich auch noch alles hier looten, aber... Level upen müsste ich theoretisch... Könnte ich theoretisch auch noch. Ist die Frage, ob ihr das sehen wollt, aber... So, okay, dann haben wir uns der Orkenplage erwehrt. Und jetzt dürft ihr nicht mit dem nackten Finger auf mich zeigen, weil ich es nicht direkt geschafft habe, diese Stelle hier zu finden. Und ich mich nicht mehr erinnert habe, dass es dieses verborgene Tal auch noch gibt. Die Frage, na gut, ist die Frage, wie sie mit solcher Menge hier landen konnten. Das Zelt dahin gekriegt haben. Aber nun ja. Hi! Was ist euer... Was die Orks angeht... Überrascht mich mit einer guten... Alle Orks sind beseitigt! Das wurde aber auch so. Ich danke euch trotz allem für eure Mühen. Hier, nehmt diese Belohnung. Jetzt kann ich endlich Gäste empfangen und meine Langeweile mit ihnen teilen. Okay, bis zum nächsten Mal dann. Ciao! So, jetzt kommt noch ein bisschen Charakter steigern, wenn ich... rauskriege, wo es ist. Okay, das kriegst du. Ja. Fecht... Achso, du hast noch nicht. Was? Okay, das ist natürlich doof für dich. Wir gehen ein bisschen mehr auf Parade hierbei. Und du kriegst noch was für den Bogen. Okay, mit der Zauberei und so weiter gucke ich dann nochmal. Ciao.